Erstmal mal hier die Kiste auf. Ich schieb ihn einfach hinter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Das ist eine echt scheiß Idee, Digga. Das ist echt eine scheiß Idee. Das war ziemlich wichtig. Es könnte jetzt... Mann! Nee. Oh, das ist echt doof. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Mann, bist du blöd. Ich hasse dich. Ach, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Warum vertraut irgendjemand in diesem Haus mir? Eigentlich sollte doch jeder wissen, dass ich ein Spasti bin. Oder? Warum vertrauen die mir? Warum vertraut mir irgendwer? Ich bin ungefähr so wie Ezio, nur mit noch weniger Anstand. Und rasier dir die Haare. Du hast viel zu lange Haare. Das geht gar nicht. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Doch, ich. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Kannst du nicht dich einfach bei irgendwem einschleimen und sagen, du bist der Gast von irgendwem? Ja, oder so geht's wohl auch. Boah, guck mal hier, richtige Partystimmung, Alter. Abgehen. Hier. Let the buddies hit the floor und so. Adlerauge. Was bringt mir das? Gar nichts. Ach doch, ich sehe die Wachen. Wollen die Wachen mich auch sofort köpfen, wenn ich was tue? Warum ist da ein Ding? Kann die mich hier drin verstecken? Oh ja. Ich bin müde. Wie du meinst. Okay. Kann ich einfach hochklettern, ohne dass mich irgendwer abfacken will? Schätze schon. Die gucken ja gerade durchs Fenster. Na komm, ganz schnell. Sieht keiner. Haha. Und schon bin ich drin. Begehrt auf. Und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für Delassers Tochter. Achso, okay. Alles klar, ich bin weg. Ich war nie da. La 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 la. Da ist einer. Versteck betreten. Oh, okay. Da lang. Schnell. Bevor er sich umdreht. Das ist voll cool, das ist viel sneakigerer. Ist endlich Schichtwechsel? Nach links zielen und A drücken, um die Deckung zu wechseln. Ah, okay. Ja, natürlich. Er sieht mich nicht. Wow. Ich bin größer als der Tisch und er sieht mich nicht. Oh, ist das toll. Ich liebe solche Spiele. Sieh dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Mit wem redest du? Ich glaube, ich muss durch das Fenster. Du gehst doch bestimmt gleich wieder zurück, oder? Wupp. Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, du! Kommst her! Warum werde ich eigentlich immer erwischt? Ich sehe euch dann im Garten, ja? Natürlich. Elise finden. Mal gucken.
Warum sind die Gold? Ziemlich was los heute Abend. Ey, ist einer von euch Elise? Nö. Aber du siehst irgendwie ziemlich bärtig aus. Ah. Ich weiß nicht, ob das was jetzt damit zu tun hat, aber du siehst ziemlich bärtig aus. Und wieso komme ich hier nicht weiter? Ha, das ist ja doof. Ist die Tür offen? Ja, die Tür. Dann gehen wir doch mal durch die Tür, wa? Oh Gott, noch viel mehr Menschen. Warte, was? Wie bin ich... Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Nein. Wie bin ich da hineingeraten? Merci. Un autre jour. Merci heißt verzeiht? Ich dachte, Merci heißt danke. Boah, ich bin echt so schlecht in Französisch. Mademoiselle, warte doch. Baguette. Oh Mann. Dem lasse ich mich nicht zum Narren halten. Ich weiß gerade nicht, ob die alle über sie lästern oder über irgendwen anders. Ihr Vater tut mir leid. Ich glaube, die reden über sie. Warum denn? Nur weil sie ein schwarzes Kleid anhat? Ist das schwarz oder dunkelblau? Ey, ich weiß genau, dass du mich schon gesehen hast. Renn nicht weg. Sie ließ sich immer gerne jagen. Ah. Ich weiß nicht, in welchem Kontext ich das haben will. Ey, kannst du bitte mal anfangen zu rennen? Sie tut's doch auch. Ah, danke schön. Oh. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Oh, okay. Also die Liebe, die beruht auf Gegenseitigkeit. Aber ich schätze mal, der Papa trägst mag du das etwa nicht. Einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Wer ist da drin? Ouvrez! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist... kompliziert. Ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein. Das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los. Na, witzig. Oh je. Das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen einen Langfinger, Mademoiselle de la Ferre. Habt ihr ihn gesehen? Toll. Er hat sich ja richtig gelohnt, der Besuch, ne? Hätte auch drinnen Dienst haben können. Zeitverschwendung. Hier draußen ist keiner. Du bist drin. Was ist los mit dir? Okay. So. Okay. Alles gut. Adlerauge. Ist hier irgendwo jemand? Ja, da. Und da. Bewegst du dich nicht? Oder wartest du nur, bis ich zu nah dran bin? Ich trau dir nicht. Egal, ich riskier's. Komm, löst dich. Und... wer soll denn hier rauskommen? Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Da muss ich lang und... guckt der in Richtung Tür oder nicht? Bin mir nicht sicher, aber ich riskiere es. Ich möchte jetzt nicht so lange warten. Und da standen gerade zwei Wachen.
Komme ich an den irgendwo, oder? Ach nee, das waren die Türen. Ups. Okay. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Oh oh. Monsieur? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre? Und der macht mich verantwortlich. Wachen! Hilfe! Mörder! Mon Dieu! Er hat hier de la Serre getötet! Warum muss es immer so laufen? Warum? Hey, ich habe Erfolg bekommen. Hurra. So ein Schmarrn, ey. Warum sollte ich meinen... Was ist denn das? Stiefvater? Patenvater? Patenonkel? Warum sollte ich meinen Stiefbaba umbringen? Das ist doch... Nee. Boah, jetzt habe ich bestimmt auch voll den Zickenkrieg mit der Alten, ne? Die denkt so, du hast meinen Baba getötet. Und ich sage, nein, kann ich gar nicht. Ich war mit dir unterwegs. Und sie so, du hast es trotzdem gemacht. Toll. Freue mich schon drauf. Drama. Geil. Naja, erstmal will ich aus dem Knast. Wenn ich überhaupt bin oder überhaupt reinkomme. Vielleicht flüchte ich auch vorher schon, wer weiß. Und dann trete ich der Untergrundbewegung an. V wie Vendetta. Viva la Resistance. Irgendwas mit Viva. Unite und so. Wo hast du eine Violine im Knast her? Nein, ich war es nicht. Damir hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drin. Du bist das nackt. Das reicht jetzt, du Perverser. Warum sehen die aber alle so reich aus mit Perücken und so ein Scheiß? Warum sind so viele Reiche im Gefängnis? Wo bin ich? In der Hölle. Oh, es geht ja noch. Ich dachte schon, wir haben einen Knast. Seht ihr, was ich meine? Du warst vor 20 Minuten online. Wie kannst du jetzt wieder online sein? Warum warst du zwischendurch offline? Torben, was ist los mit dir? Einen Moment, ja? Kann ich es vielleicht irgendwie schnell ändern, weil das ist sonst echt nervig. Das geht ganz schnell, keine Angst. Sollte jetzt nicht allzu lange dauern. So. Freundschaft ändern. Komm, lad nicht so lange. Ich mach grad so eine Art Video. Xbox, bitte. Denk an mich. Ausblenden. So meinte ich das nicht. Wieso hat er da immer noch, wieso hat er da immer noch ein Sternchen? Ich hab die doch weggemacht als Favorit, oder? Ich hab dich doch gerade... Manchmal verstehe ich die Konsole nicht. Ich sag schon extra nicht den Namen, sonst hört sie mir wieder zu und macht irgendwas, was ich gar nicht will. Alles klar. Weiter geht's. Tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Hi!
Wer bist denn du? Was starrst du so, Pisspot? Oh, Entschuldigung. Ich bin ja schon weg. Wo kann ich hier schlafen? Schlafen gehen? Ernsthaft? Ey, was beschwerst du dich? Du hast eine Matratze. Warum befreit uns denn keiner? Geht die Uhr echt noch? Hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Oh. Hol sie dir. So du es kannst. Ich hoffe, ich kann's. Was geht mit ihm da hinten ab? Haha! Ha! Oh mein Gott, du bist so schlecht. Was ist denn, mein zartes Pflänzchen? Oh, oh. Hab ich deine Gefühle verletzt? Ey, Digga, ich dachte, du wärst gut, ne? Aber... Warte, was? Guter Schlag, Pisspot. Danke. Mal sehen, was deine Verteidigung taugt. Gelb, was? B drücken, wenn's gelb auf. Okay, alles klar. Die einzige Antiquität hier kann ein dummes Maul nicht halten. Sag das doch mal. Habe ich gerade. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Voll geil. Okay. Richtig. Warum geht das da unten nicht weg? Ich drück doch schon die ganze Zeit, wenn's gelb ist, oder? Gib mir, was meins ist, und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Das ist die gleiche Scheiße, die auch... Dings gesehen hat. Was ist das? Im ersten Teil. Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Irgendwas stimmt mit seinem Blut nicht. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76, 77? Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber... Ich bin nicht interessiert. Ey. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von ihr drin? Hm? Was ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Oh, wow. Kanonenschüsse.
Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sichert die Gefangenen! Sichert sie! Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Tut mir echt leid, aber wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne bewerten. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch bewerten. Logischerweise, ich bin ja jetzt hier nicht irgendwie, wie sagt man, manipulativ. Ihr sollt ruhig eure Meinung haben und die auch vertreten. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir Kommentare. Ich lese immer gerne eure Kommentare, unterhalte mich mit euch, interagiere mit euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed Unity. Bis bald. Haut rein. Ciao.